Ihr spielt gerne Flugsimulation in VR? Dann könnte das genau das Richtige für euch sein. Also bleibt dran! Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute gibt es Hardware zum Vorstellen. Ich habe Post aus Frankreich bekommen von der Firma ProTube. Hier ist der Protas VR drin und der Protas VR ist eine Halterung für alle gängigen VR-Controller, die wir dann als ja, eine Art HOTAS-System nutzen können, deshalb auch Protas. Und ja, HOTAS ist ja ein System, wo wir eine Art Steuerknüppel wirklich haben, wo wir mitspielen können. Und ja, hier können wir unsere VR-Controller einhängen und können den wirklich als Joystick nutzen. Und echt coole Idee eigentlich für alle Leute, die da draußen, die gerne Flugsimulationen, Weltraumsimulationen spielen. Für die ist das natürlich super, wenn das Spiel das unterstützt. Und ja, hier ist der drin, da kommen wir gleich zu. Wer die Firma ProTube nicht kennt, die sind eigentlich groß geworden mit diesen Gunstocks. Und ja, das ist der ProTube VR. Und ja, Gunstock ist halt eine Halterung, wo wir die Controller reinstecken und das halt als Gewehr nutzen können. Und da habe ich auch schon Videos zu gemacht, werde ich auf jeden Fall in die Infobox packen und in die Beschreibung. Schaut mal rein, wenn ihr das noch nicht kennt. Echt eigentlich ein richtig geiles Feeling, damit VR-Shooter zu spielen, denn man hat wirklich die ganze Zeit was an der Schulter und denkt, okay, ich habe wirklich ein Gewehr an der Hand, macht mehr Spaß. Ich muss leider zugeben, dass ich damit viel, viel zu selten spiele und ja, ist echt schade, weil es echt ein richtig geiles Gerät ist, finde ich. Man kann sich das so anpassen, wie man das haben will, auf die ganzen Gewehre, die es so gibt und so weiter. Also macht echt Spaß und wer viele Online-Shooter spielt, VR-Online-Shooter, der sollte sich das definitiv mal anschauen. Ja, kommen wir einfach mal zum Protas, dann gehen wir mal auf die Homepage und ich stelle euch das Teil mal kurz vor. So Leute, hier sind wir auf der ProTube VR-Seite und ja, ich bin jetzt hier unter HOTAS, Protas VR Solo gegangen. Ihr könnt euch nochmal aussuchen, was ihr jetzt wollt. Es gibt hier nochmal so Limited Editions, die ihr dann bestellen könnt. Es gibt auch nochmal so Combo Editions, da sind dann zweimal so Halterungen dabei. Müsst ihr euch entscheiden, was ihr hier haben wollt. Und hier sind die ganzen Gunstocks und so ForceTube. ForceTube war dieser ja, Motor, der hinten dran kommt am Gunstock. Zeige ich euch mal kurz. Hier hinten kommt er dran und ja, immer wenn man schießt, knallt es halt in der Schulter. Das mal dazu. Ja, jetzt klicken wir einfach mal hier drauf. Dann sind wir auf der Bestellseite von dem Protas VR und man muss echt oft überlegen, heißt es ProTube, Protas? Also ja, die haben da viele Wortspiele drin und da kommt man schon mal durcheinander. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf der Bestellseite. Hier müsst ihr euch entscheiden, linker oder rechter Controller. Also bei mir war es jetzt der rechte Controller. Dann könnt ihr euch hier eine Farbe aussuchen. Also grau kostet keinen Aufpreis. Alle anderen Farben kosten einen Aufpreis. Hier ist nochmal Carbon Base. Hier ist eine rote Farbe, blau und grau. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dann wirklich Carbon ist, denke ich mal, weil sonst wäre der Aufpreis Quatsch. Weil warum soll jetzt schwarz 3 Euro mehr kosten als rot und blau? Keine Ahnung. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher, aber ich denke mal schon, sonst wird es nicht Carbon heißen. Und ja, dann entscheidet ihr euch hier für das System, was ihr habt. Und ja, Quest und Rift S haben eine Halterung und die Rift CV1 hat nochmal eine andere. Die sind sich zwar ja, ziemlich ähnlich, diese Controller, aber weichen dennoch ein bisschen in der Maße ab. Und da haben die sich gedacht, okay, wir müssen da eine extra Version rausbringen, die dann wirklich passend ist für alle Controller und ja, deshalb gibt es hier Unterschiede. Und ja, hier gibt es für die HTC Vive, Vive Pro, also die Ones, dann Samsung Odyssey, WMR-Brillen und PSVR, Move-Controller, wie wir es hier sehen. Hier sehen wir die WMR-Controller, also alles dabei. Ja, wenn ihr das ausgesucht habt, dann habt ihr hier euren Preis und könnt dann auf Bestellen klicken und schon geht's weiter. Ja, das wäre es eigentlich erstmal. Also wenn ihr die Seite noch nicht kennt, ich werde die definitiv in die Beschreibung packen. Schaut euch mal rein, also ist ja Weihnachten, vielleicht findet ihr das ein oder andere da. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Unboxing- und Montagetisch und ja, dann bauen wir das Teil mal zusammen. Also bis gleich. So Leute, hier sind wir beim Unboxing-Tisch und ja, hier haben wir den Karton mit dem Protas VR und ich würde sagen, packen wir mal aus. Ich habe das natürlich schon vorbereitet. Ich brauche jetzt nur noch hier öffnen. So, schauen wir mal, was wir hier haben.
Als erstes Right Cup MagTube für den Valve Index. Also man kann halt für Links- oder Rechtshänder bestellen. Ich bin Rechtshänder, deshalb habe ich für die rechte Seite das Teil bekommen. Und ja, hier zum kleinen Negativpunkt muss man leider sagen, denn ja, die Befestigung des MagTubes erfolgt per Kabelbinder und ja, ist natürlich ja nicht so gut. Man kann nicht schnell umschwenken, also man muss dann immer wieder den hier zerstören, also die Kabelbinder, und das Ganze dann wieder demontieren. Ist natürlich ja keine super Lösung, sag ich mal. Dann haben wir hier ein großes Paket, ja, mit Ersatzkabelbindern, falls man wechseln muss und so weiter. Und schauen wir uns mal an, was da noch so drin ist. Ja, hier wieder der obligatorische Halter für den Inbus, der hier irgendwo wahrscheinlich drin steckt, den Inbus-Schlüssel. Schauen wir mal, ja, da ist er ja auch schon. Das ist das erste, was mir damals kaputt gegangen ist, muss man leider auch sagen. So, hier haben wir zwei Inbus-Schlüssel, magnetische Halter für den Kühlschrank oder für den Tower. Hier nochmal ein Aufkleber ist dabei. So, packen wir mal zur Seite. So, was haben wir denn sonst noch da drin? Da kommt der Protas schon. Hier nochmal so eine kleiner Zettel. Danke fürs Einkaufen. Da ist ja noch was drin. Das ist ja wie Weihnachten. So, den stellen wir mal hier hin. So, packen wir jetzt erstmal das ganz Interessante aus, worum es sich hier eigentlich geht. Ja, das ist der Protas VR und ja, ich habe es mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Also ich habe jetzt ehrlich gedacht, hier wäre irgendwo wirklich ein Gelenk, wie beim Joystick wirklich, wo ich dann hin und her bewegen kann. Aber das ist einfach nur so eine Art, ja, Kunststoff-Gummi-Gemisch. Und ich hoffe, ich kann es gut einfangen. Ja, und der lässt sich halt bewegen. Da ist die Frage halt, wie lange hält sowas? Aber das sieht jetzt nicht so aus, dass es wirklich schnell reißen würde. Aber ja, da helfen nur Langzeittests. Da kann man jetzt überhaupt nichts zu sagen. Man kann jetzt nur sagen, im Augenblick fühlt sich das alles verdammt stabil an. Ja, hier haben wir MagTube-Halter für einen Touch-Controller. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Den packe ich schon mal hier hin. Und ja, hier haben wir Schlaufen. Da kann man den an ja, eine Bürolehne, also eine Stuhllehne festschrauben. Hier haben wir auch nochmal so eine, ja, ich sag mal, klebrige Unterseite. Ich ziehe dieses Schutzschild einfach mal ab. Und ja, so eine bisschen klebrige Oberfläche. Und jetzt halten wir den einfach mal hier auf den Tisch. Schauen wir mal, ob der so schon hält. Und ja. Also der würde auch schon so auf dem Tisch halten. Also wenn man eine saubere Oberfläche hat, also der hält verdammt gut. Ich versuche den jetzt mal so abzuziehen. Gelingt mir nicht. Also das ist verdammt gut. Also ich kriege ihn nicht mehr ab. Video können wir abbrechen hier. Boah, Leute. Also der ist wie geklebt, sage ich mal. Das ist Wahnsinn. Okay, wir lassen das jetzt erstmal so. Ja, perfekt fürs Unboxing, sage ich mal. Okay, Leute, kurzer Nachtrag. Also ganz einfach zu entfernen. Ich habe es jetzt rausbekommen. Man geht einfach hin und dreht das Ganze hier. Und schon habe ich es in der Hand. Und ja, dann kann ich auch wieder diese Schutzfolie drauf machen. Ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn die immer wieder drauf ist. Und ja, also hält bombenfest, da braucht sich keiner Gedanken machen, dass das irgendwie während des Spielens abgeht. Ihr habt da gesehen, ich habe gerade dran gezogen, wie verrückt. Also top.
Ist natürlich die Frage, wie lange sowas bleibt, aber wenn es verschmutzt, kann man, ich kenne sowas von Handyhalterungen und so weiter, die kann man normalerweise gut mit warmem Wasser reinigen und dann halten die auch wieder wie neu. Packen wir das erstmal hier hin. So, jetzt kommen wir zur Montage von den beiden Dingern hier. So, als erstes nehmen wir uns das Teil hier und nehmen das mal auseinander. Also ich werde jetzt erstmal die Kabelbinder hier entfernen, weil mich das so ein bisschen stört bei der Montage. Die kann man nachher ganz einfach wieder ransetzen. Dann hat man auch eine Führung, aber jetzt bei der Montage stört es. Und ja, also ich habe das Gefühl, dass es so am besten geht. Also man nimmt sich erst hier dieses Inlay, was hier drin ist. Das packt man sich und ja, dann entfernt man erstmal hier die Schlaufe. So. Jetzt kann man das Ganze hier drüber ziehen. So. Und jetzt gehe ich hin und führe die Schlaufe wieder ein. Ist ein bisschen fummelig, aber es geht. So, dann haben wir das schon mal fest. Jetzt gehe ich hin und setze den auf. Einfach aufgesetzt, auf dem Inlay drauf und gut ist. Hier haben wir Aussparungen für die Ladebuchse, also wir können trotzdem noch vernünftig laden. Hier an den Knopf kommen wir gut dran. So, jetzt setzen wir einfach das Teil noch hier auf. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, wie rum. So rum. Den setzen wir hier auf. So, und jetzt nehmen wir uns die Kabelbinder. Schieben die einfach mal hier rein. Also man merkt, der geht direkt durch die Teile hier sauber durch. So. Jetzt haben wir die beiden noch. Machen wir das Gleiche. Und die Führung, die passt genau hier durch beide durch. Und jetzt ziehen wir die einfach an. Und dann braucht man nachher nur noch natürlich einen Seitenschneider, wo man dann auch die Kabelbinder vernünftig abschneiden kann, so dass auch keine scharfen Kanten entstehen. Denn wenn man Kabelbinder falsch abschneidet, können fast ja, rasiermesserscharfe Kanten entstehen. Und wenn man da dann mit der Hand drankommt, ist sehr, sehr unangenehm. So, ich habe hier so einen Elektronik-Seitenschneider. Damit schneide ich jetzt hier ganz fein ab. Kann auch nochmal damit nachziehen. Und weg. Hier die beiden auch. Und ganz wichtig, so nah wie möglich rangehen, damit keine scharfe Kante entsteht. Brauchen wir fast schon Zeitlupe hier. So. Da haben wir es schon mal. So, und jetzt können wir mal ganz kurz testen, wie man den aufsetzt. So, man kann den, die Halterung hier einstellen. Wir haben ja auch einen Imbusschlüssel dabei. Und ja, dann kann man sich den Winkel anpassen, wie man den haben möchte. Und ja, ist ganz praktisch. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Ne, das Ding ist hier beweglich und kann dann, wie ihr das braucht, umgestellt werden. Setzen wir mal kurz auf. Ja, fühlt sich schon echt gut an. Muss man sagen. Also ist okay. Fühlt sich auch fast an wie so ein Steuerknüppel jetzt. Jetzt machen wir das Ganze wieder fest, weil der Winkel sollte eigentlich passen. Ja, schon haben wir den schon mal montiert. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Touch. Der ist aber ganz, ganz einfach. Also da braucht man nicht viel beachten bei. Wir haben hier unten ein Loch, wo die Schlaufe durchkommt. Ist bei denen natürlich etwas einfacher das Ganze, weil
weil man nichts mit Kabelbinder befestigen muss oder so. Man steckt das Ding rein, macht ihn dran und ne, hier müsste man sich jetzt auch natürlich den Winkel ein bisschen anpassen. Ich muss aber sagen, der Valve Index Controller fühlt sich mehr an wie ein Steuerknüppel. Also das ist schon viel, viel immersiver als das Teil hier. Das fühlt sich einfach so starr an, aber macht natürlich mit Sicherheit auch Spaß. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ins Spiel und testen, oder? Viel Spaß! Willkommen im Cockpit von Space Battle VR und ja, dieses Spiel ja unterstützt auch die Tracking-Controller-Steuerung. Das heißt, so wie ich meine Hand auch bewege, so bewege ich auch den Steuerknüppel. Dazu muss man aber einmal die Hand an den Steuerknüppel anlegen, dann wird er quasi ja, festgetackert, sage ich mal. Und ja, so kann ich jetzt auch mit der Mac-Halterung an den Protas VR und ja, schon habe ich hier eine coole Steuerung. Funktioniert auch echt gut. Meine Position von der Stuhllehne ist jetzt nicht perfekt. Also die müsste eigentlich einen Tick mehr nach vorne. Und klar, im Spiel ist es jetzt in der Mitte. Aber das soll dem Spaß jetzt keinen Abbruch tun. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal ein bisschen los. Also hier habe ich auch eine Steuerung für den Gashebel. Und ich glaube, wir sollten uns jetzt nähern an diesem Raumschiff hier. Das machen wir jetzt auch mal. Soll auch nur eine ganz kurze Demo sein hier. So, da sind wir auch schon. Jetzt haben wir einen Feind. Jetzt haben wir einen kleinen Dogfight. Ein paar mehr Feinde, okay. Gehen wir mal Gas und versuchen, die mal zu bekommen. Also ich kann die Ziele wechseln mit der Grip-Taste. Ich müsste mal näher ran. Oh! Ja, den nehmen wir mal ins Visier hier. Der wird frech. Okay. Wo ist er? Wo ist er? So, wir haben ja so eine 3D-Karte. Wow! Jetzt wurden wir aber erwischt. So, wo ist er denn? Da! So, der wird mir so frech hier. Nächstes Ziel. Also ich muss sagen, macht schon Spaß mit dem Protas hier. Ich bin jetzt nicht der mega ja, Raumschiff-Flugzeugflieger, aber macht schon Bock so. Also ich für mich müsste jetzt sagen, ja, ich brauch's nicht unbedingt. Aber ist ein echt nettes Gimmick für Leute, die sowas echt öfters spielen. So, wie man sieht, ich habe mir ja auch hier die Zielhilfe angeschaltet für diese Demonstration hier. Da. Du entkommst mir nicht, Junge. Da sind noch welche. Ja, ist ein Arcade-Game auf jeden Fall. Aber macht Bock, es ist nicht zu schwer. Man kann so ein bisschen rumballern. Schwierigkeitsgrade kann man sich auch einstellen, wie man will. Und ja. Aber allein mit dem, der Protas hält super mit dem Klettverschluss. Also der klebt jetzt nicht mit diesem Klebesockel dran, sondern wirklich nur mit dem Klettverschluss und ich muss sagen, ist echt gut. Fühlt sich besser an, als wenn man jetzt nur den Controller in der Luft bewegt, sag ich mal. Unterstützen wir mal unseren Kollege da. Ja, ich glaube, wir werden gerade auch von hinten angegriffen. Ja, hinter uns ist irgendwas. Wir schnappen uns aber den jetzt erstmal hier. Das Schild haben wir dem geklaut. Jawohl. Oh, oh, oh. Okay. Auf Planeten kann man nicht landen. Ja.
Das ist ein gutes Ende jetzt für meine Demonstration hier. Also ich muss sagen, das klappt echt super. Ich kann das Teil so bewegen, es geht nicht ab. Und also macht mehr Spaß, als wenn ich jetzt hier sitze und nur diesen mache. Aber ich glaube, wenn man es irgendwo auf einem kleinen Tischchen hat oder man hat hier ein bisschen längere Armlehne, dann macht es mehr Spaß, weil dann kann man das entspannt so machen. Ich muss jetzt so ein bisschen zurück. Ist nicht optimal, also mein Stuhl ist jetzt nicht optimal dafür, aber trotzdem, wir bewerten ja jetzt nicht meinen Stuhl, sondern hier das Teil. Und ich muss sagen, das ist echt gut. Coole Sache. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal ins Fazit. Ja, Leute, bevor wir mit dem Fazit anfangen, ich hoffe, euch hat das Video bis hierher gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Abo kostet nichts und ihr unterstützt mich so und meinen Kanal. Und ja, wir sind jetzt bei über 700 Abonnenten gelandet. Und erstmal nochmal vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr mich dahingehend super unterstützt. Und ich hoffe, ihr supportet mich auch weiterhin, dass ihr solche Videos hier seht. Und ja, nur gemeinsam können wir es schaffen. Ich alleine kann es nicht schaffen. Von daher bin ich auf eure Unterstützung angewiesen und möchte mich auch noch bei allen Leuten bedanken, die jetzt schon abonniert haben, die mir auch Spenden haben zukommen lassen, die ihr hier immer unten laufen seht, sage ich mal. Und ja, die haben alle über Tipeee-Stream gespendet und ja, vielen, vielen Dank, Leute. Ohne euch wird es diesen Kanal nicht geben. Ja, aber jetzt zum Protas VR. Schwieriges Wort, wie eben schon erwähnt, Protas VR. Also man hat immer irgendwie HOTAS im Kopf und will dann eigentlich was anderes sagen, aber gut. Protas VR, also ich muss sagen, ist echt ein cooles Teil und ja, mein Stuhl ist jetzt nicht perfekt dafür, wie eben schon erwähnt. Aber also der ist jetzt nur mit dem Klettverschluss montiert und ja, wie ihr seht, ich kann den betätigen, wie ich will und ja, meine Stuhllehne wackelt. Das Ding geht selber ein bisschen hin und her, aber auch nicht stark und ja, es ist aber weiterhin stabil. Und ihr habt ja eben schon im Unboxing-Montage-Video gesehen, diese Klebeoberfläche, die ist der absolute Hammer. Und ja, notfalls, wenn ihr keine Befestigungsmöglichkeit mit dem Klett habt, ja, macht es einfach mit dem Klebesockel und gut ist. Also echt, echt richtig gut, finde ich. Und ja, hier nochmal das Material, wollte ich euch nochmal ein bisschen näher zeigen. Und es sieht jetzt nicht so aus, dass das relativ schnell reißt. Also, aber wie gesagt, da kann man nur ja, hoffen, dass es nicht nach ein paar Stunden kaputt geht. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, wenn, dann sind die so kulant und tauschen das mit Sicherheit auch um. Ja, kommen wir mal zur Verarbeitung. Verarbeitung ist jetzt, könnte ein bisschen sauberer sein, diese Löcher, die man hier immer wieder sieht, die sind natürlich fürs Tracking und dass das nicht verdeckt wird, könnte ein bisschen sauberer, ja, ausgeschnitten sein, sage ich mal, ausgestanzt sein. Ansonsten ist das vollkommen in Ordnung. Am besten ist natürlich diese Funktion hier, ne? Also wenn man im Spiel einfach mal, ja, weg muss mit dem Controller, zack, ne, kann man den fürs Menü nutzen oder sonst was und dann wieder dran. Und ja, also funktioniert echt super und ich zeige euch jetzt nochmal auf den Tisch hier. Einfach auf den Tisch drauf und ja, Spaß haben. Und ja, der geht nicht ab, ich kann nach oben ziehen und wenn ich einfach zur Seite ziehe, habe ich den Controller wieder in der Hand, löst sich der Magnet und ja, perfekt. Also da gibt es gar nichts zu meckern und boah, man muss den halt zur Seite drehen, dann hat man den wieder losgelöst. Ich würde aber immer wieder empfehlen, Schutzfolie drauf, wenn ihr das wieder irgendwo hin verstaut, dass es nicht dreckig wird und ja. Also ich für meinen Teil würde sowas als Gelegenheitsspieler jetzt nicht, glaube ich, nicht kaufen, denn für mich lohnt sich das einfach nicht. Ich bin nicht der Simulationsfreund und ab und zu mal so eine Arcade-Ballerei ist okay, wie jetzt hier bei Space Battle VR. Aber so Elite Dangerous und so, das sind alles Spiele, die sind echt cool. Aber einfach nicht mein Fall. Und ich müsste mich da viel, viel zu lange mit beschäftigen, damit ich überhaupt was gerissen kriege. Und von daher kommt das dann eher nicht in Frage. Aber für Leute, die echt gerne ja, Simulationsspiele zocken, für denen ist das mit Sicherheit ideal. Ich weiß auch nicht, welche Spiele
alle diese Funktionen unterstützen, dass man den Steuerknüppel mit Bewegung steuern kann. Also ich habe Space Battle VR jetzt halt rausgefunden. No Man's Sky hat ProTube mir empfohlen. Und ja, diese beiden Spiele funktionieren definitiv. Wenn ihr noch weitere Spiele kennt, die das unterstützen, packt das einfach mal in die Kommentare rein. Ja, dann pinne ich es an und dann ist das mit Sicherheit auch interessant für andere Leute, die jetzt hier dieses Video finden und solche Spiele suchen, haben sich eventuell auch den Protoss gekauft und suchen jetzt solche Spiele, die das unterstützen, dann ja, packe ich dann einfach oben, pinne ich das an und packe es dann auch nochmal in die Beschreibung. Also wie gesagt, wenn ihr Spiele kennt, die das unterstützen, bitte in die Kommentare, wäre echt nice. Ja Leute, wenn noch Fragen sind zum Teil hier, wenn ich irgendwas für euch speziell testen soll, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde es dann beantworten. Ich sage jetzt einfach mal Dankeschön fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.